Alles klar, genau. Wir schließen an mit Purification. Wir hatten nämlich eben, falls du das Video noch nicht gesehen hast, guck es dir unbedingt an. Es ging um Digest. Und Digest ist wunderbar für Pflanzen, besonders auch für die Rosen im Hintergrund. Und hier habe ich gerade gelesen, das größte Problem bei Rosen sind die Läuse. Und entweder man hat das Glück, man hat viele Schmetterlinge. Nee, wie heißen sie? Marienkäfer. Marienkäfer fressen nämlich die Läuse ab. Von denen, wenn man das nicht hat, dann kann einem Purification helfen. Man macht das in so eine kleine Sprühflasche rein mit Wasser, macht da einen Tropfen Purification drauf und sprüht die Pflanze damit ab. Das soll präventiv, aber auch bei einem Befall unglaublich gut helfen. Und dann, wenn ihr dieses Spray schon habt und ihr habt noch was übrig, nachdem ihr die Rosen besprüht habt, könnt ihr das benutzen für zum Beispiel Turnschuhe, Turnbeutel, Taschen, Reisetaschen, Koffer. Wo muffig riechende Schränke. Wo der Geruch drin hängen geblieben ist und man denkt sich so, oh, so ja, ich gehe zum Sport und ja, man müffelt danach, aber man will den Geruch ja nicht haben. Es soll ja was Angenehmes sein und da ist das Öl ganz toll. Genauso auch, ich finde, es ist eins meiner Lieblingsöle. Ich finde immer, wenn ich in meinem Zimmer bin, ich liebe das, eine klare Stimmung, eine klare Atmosphäre zu haben. Und da, finde ich, hilft nicht nur das Aufräumen, nicht nur das wirklich das Wegräumen von dem Dreck, von den Klamotten, von der Unordnung, sondern es ist auch irgendwo was, diese Energie, die im Raum liegt. Und wenn ich fertig bin mit Aufräumen, dann tue ich das in meinen Diffuser rein und vernebel den ganzen, ja, vernebel es im ganzen Raum. Und ich habe das Gefühl, das macht nochmal diesen letzten Schritt. Und das gehört mittlerweile total zu meinen Aufräumritualen dazu. Also ohne würde ich nicht mehr. Ich erinnere mich auch, wir haben es auch im Keller benutzt, als wir den Keller ausgemistet haben und alle plötzlich so dachten so, oh, ist das staubig hier, ist das, oh, hier ist so viel klebrige Energie, alles so. Ja. Und dann haben wir den aufgestellt und es ging viel, viel besser. Ich nutze das auch gerne, wenn so dicke Luft im Raum hängt. Also wenn sich jemand gestritten hat oder jemand schlechte Laune hat oder so, dann kann man wunderbar auch auf anderer Ebene energetisch das klären. Ne? Das Purification heißt Reinigung und das eben auf allen Ebenen. Wenn wir etwas sauber machen wollen, ist es super, aber auch um die Luft zu reinigen von schlechten Gerüchen. Man kann es auch für die Waschmaschine benutzen. Genau. Und dann aber auch, um so energetisch etwas Klarheit wieder in unsere Räume zu bringen. Genau. Genauso auch, ja, wenn ich so in meinem Kopf so das Gefühl habe, so alles ist wirr und alles ist irgendwie unordentlich. Und ich bin total unzentriert und alles ist Stress, es herrscht in meinem ganzen Sein sozusagen eine totale Unordnung, kann ich auch das Purification nutzen, um es tief einzuatmen, um es zu inhalieren und wirklich so. Ja, ich finde, es hat eine weitende und öffnende Wirkung. Also es unterstützt uns einfach ganzheitlich in unserer Klarheit. Genau, und ich habe was gehört von wegen, dass man das auch als von wegen Reinigung von Haut, Wunden, irgendwie in die Richtung. Ah ja, ja. Ja, es gibt wunderbare Bücher, wo man darüber noch mehr nachlesen kann, was man machen kann. Wir empfehlen diese Öle als Wellness-Anwendung, als für eine gute Selbstfürsorge, um die Gesundheit zu unterstützen. Man kann aber auch viele, viele weitere Anwendungsmöglichkeiten noch finden, wo sich das eignen würde. Jetzt, zum Beispiel auf der Haut. Ne? Wenn wir das Gefühl haben, da ist eine Stelle, die braucht ein bisschen mehr Klarheit und Sauberkeit, dann können wir damit gut das behandeln. Das aber immer nur mit entsprechender Literatur, dass man da auch keine falschen Öle benutzt. Genau. Genau, soweit für heute. Wir hoffen, dass das Öl für euch gut war. Ja. Purification, schreibt uns gerne eure Fragen drunter und ansonsten freuen wir uns auf morgen.